Kohle. Da gehst du auch bei diesen Clans und sowas mit? Die Berliner Feuerwehr ist kurz vor 17 Uhr alarmiert worden zu einem Brand in dem Parkhaus. Wir sind hier in der Lippschutzallee in der Grobstadt. Die ersten Kräfte haben den Brand bestätigt und es war nicht nur an einer Stelle, sondern es brannte gleich an mehreren Stellen. Wir haben deswegen umfangreich nachalarmieren müssen hier. Wir sind jetzt mit fast 150 Kräften über diese ganze Zeit hier tätig gewesen, denn wir haben nicht nur an mehreren Stellen natürlich den Brand bekämpfen müssen, sondern auch mit dem Rauch, hier mit Drucklüftern versucht herauszubekommen. Das heißt, wir haben hier sehr viele Trupps mit Atemschutzgeräten eingesetzt. Es ist bei diesem Einsatz zum Glück niemand verletzt worden und wir haben jetzt hier noch einige Zeit mit den Aufräumarbeiten, die wir hier verbringen müssen. Und Sie sehen ja hier auch, es ist leider gesperrt. Wir bitten deswegen die Bevölkerung um Verständnis, dass wir hier den Platz brauchen. Auch im unmittelbaren Umfeld dieses Parkhauses mussten wir sperren, weil da waren nicht nur Fahrzeuge, sondern da sind auch Verschläge drin gewesen, wo Materialien gelagert wurden. Und es hat mehrere Gasbehälter, vermutlich Gaskartuschen gegeben, die hier auch zerknallt sind. Von daher gab es auch im unmittelbaren Gefahrenbereich, einen Gefahrenbereich, den wir leider haben räumen und sperren müssen.